Weiter geht's mit Assassin's Creed 3. Und es ist jetzt schon eine Weile her, die letzte Aufnahme. Ich weiß nur noch, dass wir irgendwas mit Schiffen machen mussten. Los, Connor, hoch da. Dann halt nicht. Ich glaube, wir hatten irgendwie sowas halt als optionales Missionsziel unentdeckt bleiben. Das wird nicht einfach. Just saying. Okay, das geht soweit. Das geht auch noch gut. Das geht auch noch gut soweit. Okay, den hier hinten könnten wir unentdeckt ausschalten. In der Theorie. Wie das in der Praxis aussieht, ist was anderes. Na komm her, ich will dich ausschalten. Ich bin in Assassin's Creed Teil ja mehr so taktischer. Mehr als Shadow. Ihr macht einfach Haut drauf Methode. Geronimo! Du kannst mich nicht sehen. Nein, ich komme nicht zurück. Dammit. So sollte das eigentlich nicht laufen. So, einmal nach oben bitte. Ich will mir mal einen Überblick verschaffen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da, dich will ich mal haben. Bei dir würde ich gerne ein Luftattentat machen. Ich glaube, das wäre vom mittleren Mast aus einfacher. Geronimo! Ach, pff. Eins fürs andere. Nein, nein, nein. Habe ich kein Schwert dabei? Meine Auswahl. Beschwertung. Aua, ich will Schwerten. Ich hab's mir extra gekauft. Bam. Ich weiß nicht, wie man hier bei beiden, also beide optionale Ziele erfüllen soll. Ist mir ein Rätsel. Zurücktreten? Ich mach einen Körper. Cheerio. Und untertauchen. Holla, die Waldfee. Das war eine Explosion, ey. Jetzt noch Schiff Nummer 2. Wie sieht wohl so ein Sprungattentat mit einem Schwert aus? So, haja! In zwei Teile zerteilen! Fände ich irgendwie cool. Wenn dem so wäre. Wäre sau cool. So, diesmal gehen wir hier rum. Weil es kürzer ist. ihr nix mich sehen. So, ich hätte aber gerne wieder meine Klinge für euch. Ach, ist doch jetzt eh egal. Scharpatsche Poken! Scharpatsche Poken. Ist nicht. Na, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ey, ist nicht, habe ich gesagt. Hasu gar nicht. Aua, Hasu doch. Hier, weg damit und weg mit dir. Ich kick dich über Bord. Ich kick dich einfach über Bord. Dich auch. Wächt mit euch. Ihr seid es nicht wert. Just saying.
Ihr seid es nicht wert. Ziemlich knapp machen. Geronimo! Ach, schön, dass ihr mir jetzt sagt, dass ich da wieder hoch darf. Tolle Wurst. Ich darf da wieder hoch. Nee. Sind hier nur 30 Meter, die man hier hochklettern muss. Besser hier als in den Bergen. Da ist Klettern so ein bisschen, naja. Das haben sie ein bisschen übertrieben. Meine Meinung. Greg, 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 Greg. Alter, es ist umständlich zur Fahne zu kommen. So, mach weg. Mach anders. Mein Schiff. Was? Nur bei einem? Nicht beim anderen? Okay. Geronimo! Sequenz 7. Ein drohender Konflikt. Oh. Echt mehr? Wie soll man da alles abschließen? Just saying. Haben wir es gerade nochmal platsch gemacht? Wow, und wie sieht's hier aus? Bitteschön. The fuck? Was habt ihr hier angestellt? Ach du Heiligen. Ach du Heiligen. Halleluja. Hab ja ganz vergessen, wie schlimm das Tier aussieht. Bei Bunker Hill. Ey, du Anführergedöns. Ich hab's geschafft. Wolltest du da nicht irgendwas machen? Sie sind in der Überzahl, sagt ihr. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch ich fürchte sie nicht. Und ihr habt auch keinen Grund. Denn trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin. Und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also bleibt wachsam. Spart Munition. Wartet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Okay. Was immer du sagst. Echt, ich glaube, da war irgendwas, das irgendwas machen wollte. Gott verdammt! Geschafft! Das war eine gute Ansprache. Lügen, allesamt fürchte ich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Was ist mit Pinker? Er verließ Boss. Ach so, heilige Scheiße. Wie ich vermutete. Und hat ein Lager auf Morton Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du außen herum bist. Oder warten, bis wir ihre Reihe... Ja, weil das ist... Ach du Heiligen. Ach du Heiligen. Sind dann viele. Wir haben keine Zeit. Ich muss den direkten Ansatz wagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März, Junge. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Lass mich halt verrückt sein. Solange es funktioniert. Ohne Schaden. Geronimo! Beschuss, Achtung! Auatsch. Sehe ich nicht ein. Ich will nochmal. Nochmal versuchen. Sehe ich nicht ein.
Weil letztes Mal habe ich es auch ohne Schaden durchgeschafft. Feind ist in Reichweite! Die schießen! Ach, ich kann mich hier verstecken. Ich kann mich verstecken. In Deckung! Was war das? Noch ein Versuch. Einen nehme ich mir jetzt noch, lol. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen, dass ich mir jetzt noch einen nehme. Aber ich möchte wirklich versuchen, ohne Schaden durchzukommen. Feind ist in Reichweite! Runter! Was zur Hölle hat mich hier hinten getroffen? Was zur Hölle? Wer, wie, wo, was trifft mich hier? Deckung! Was zur Hölle trifft mich hier? Was zur Hölle trifft mich da? The fuck? Können die echt so gut zielen? Okay, gefühlte 3 Millionen Pistolen gedöns. Just saying. Das Deckung nutzen, ja schön. Ich höre auch nicht auf die mit Beschussachtung. Ich höre aber auch irgendwie nicht auf die. Deckung! In Deckung! Ich glaube, so sollte man das machen. Immer abwarten, bis sie sagen Beschuss und dann weiterlaufen. In Deckung! Ah, jetzt habe ich den Dreh raus. Jetzt, wo ich den Dreh raus habe, werde ich es natürlich nochmal versuchen. Vorher habe ich ja mehr auf gut Glück gerannt. Jetzt habe ich mal einen Trick rausgefunden, wie es gehen könnte. Feind ist in Reichweite! Runter! Los, runter! Ja? Runter! Beschuss, Achtung! Deckung! Ja, soweit so gut. In Deckung! Nochmal. Geht in Deckung! Es geht los! Nochmal. Runter! Runter! Los, runter! Die feuern! In Deckung! Und Geronimo! Entdeckung! Haha, ich hab's geschafft! Woohoo! Ich bin Goethe, ich bin godlike. Haha, ihr könnt mich nicht sehen. Alter, die ganzen roten Punkte da rechts! The fuck! Diese ganzen roten Punkte da, ey. Sheesh. Und die können mich nicht sehen, weil ich über ihren Köpfen bin. Mann, sind die dumm. Oh, ich habe eine Herausforderung abgeschlossen. Cool. Uiuiui. Free Climbing. Das Limit für Element Rotorke 4 und Pitcame per Luftattentat machen. Da brauche ich aber den hier. Dum 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 dum. Sache ist die, da brauche ich erstmal was, wo ich drauf kann. Das ist halt das Problem. Das Problem am Luftattentat ist, ich muss erstmal irgendwo in die Luft kommen. Wobei, ich glaube, ich sehe da hinten einen Weg. In den Bäume. Dum, dum, dü, dü, dum. Metal Gear Corner.
Den muss ich, glaube ich, dafür aber eliminieren. Oder auch nicht. Nix da stehen bleiben. Ihr vergesst, dass ich da war. Komm zurück und seine Feindlinge. Er gibt Fersengeld. Alter! Hilfe! Wer ist verschwunden? Miep! Das wäre ideal zum Verstecken. Hilfe! Das wäre es. Miep! Miep! Das war etwas zu knapp. Wart ihr gerade auch schon da gestanden? Ich bin doch nur da hoch. Ich will doch nur weg hier. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will nur weg von denen. Die sind mir so ein bisschen... Hab ich eigentlich noch Giftpfeile? Ja. Das heißt, zur Not könnte ich sie aus der Entfernung ausschalten. Hier dort! Stehen bleiben! Ups, er läuft weg! Ich werde das Leben! Er rennt, als wäre der Teufel hinter ihm her! Verschwunden! Ah. Mal sehen, aus welchem Holz du bist! Ah. Dammit! Hier laufen dezent zu viele Rotröcke rum. Just saying. Probieren wir es mal von der anderen Richtung aus. Falls sie mich hier auch nicht sehen würden. Just saying. Das soll ein Versteck sein. Er läuft davon. Hallo, ich bin neben euch. Hallo. Oh mein Gott. Nee, ich muss ja nicht eliminieren. Ich habe ja nur 4 Leute, die ich eliminieren darf. Maximal. Alter! Geh mir nicht auf den Keks! Ich will das jetzt versuchen! Wird ja wohl irgendwie wieder möglich sein müssen! Wenn sie es einem schon anbieten als optionales. Dann wird das ja wohl irgendwie möglich sein. Oder du musst weg. Du gehst mir nämlich auf den Keks. Du gehst auf den Keks, du musst weg. Weil du läufst hier immer rum. Das ist schlecht. So. Da, wo ihr nicht seid. Komm zurück, du Hosenlatz! Ich gehe dahin, wo ihr nicht seid. Wenn's recht ist. Geh wieder an meinen Posten. Ja, geh. Geh mit Gott und so, aber geh, Alter. Ihr könnt bitte auch wieder gehen. Hat er sich etwa hier verkrochen? Nein, hat er nicht. Du da stehst auch schlecht. Du könntest mich entdecken. So, jetzt nicht mehr.
Muss das sein, dass du hier langläufst? Was? Ziel verloren? Ach, sag bloß, ich habe auch nur eine bestimmte Zeit dafür. Dolle Wurst. Okay, dann versuchen wir es beim nächsten Mal nochmal. Bis dahin. See ya, Leute.